Ja, ich kann es auch hier auf dicken Max machen. Sieht zwar bescheuert aus, aber wenn es was bringt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es was bringt. Alles gut wieder? Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, alias Mr. T, zum Thema: Ich will Kreuzheben machen und Kniebeugen. Und da will ich richtig gut werden. Da will ich also wirklich Feuer haben. Ist eine gute Idee. Ist eine verdammt gute Idee. Die Grundübung, die Königsdisziplin, dann noch das stehende Langhantel drücken. Da seid ihr schon auf dem richtigen Weg. Aber, jetzt kommt das große Aber. Was könnte hier ganz, 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 ganz arg wichtig sein? Ich weiß es, wisst ihr es auch? Nee, nicht der Gürtel. Nein. Und auch nicht die Kniebandagen. Nein. Was ist beim Rennauto das Wichtigste? Was ist beim Rennwagen das Wichtigste? Die Schlappen. Die Schlappen. Yes, genau die Schlappen. Und die meisten, die im Fitnessstudio trainieren, die haben tatsächlich Schlappen an. Und zwar keine guten Schlappen. Was passiert mir im Rennauto, wenn ich schlechte Schlappen drauf habe? Ich fliege aus der Kurve raus. Und genau das Gleiche gilt auch hier. Wer Kreuzheben und Kniebeuge erfolgreich sein will, der braucht die Statik im Fundament. Kein Mensch will ein Hochhaus bauen mit einem hundsmiserablen Fundament. Dass natürlich die Technik stimmen muss, dass die Stabilisatoren schon mal vorhanden sind, dass eine Grund Stabilität des Körpers gegeben ist, davon gehe ich aus. Und danach kommt aber direkt die Schuhe, das Schuhwerk, ein Laufschuh, ein stinknormaler Laufschuh zum Joggen. Der hat im Krafttraining, im Bereich des funktionalen Krafttrainings, wenn ich hier natürlich leistungsorientiert trainiere, also nicht nur Zeit totschlagen, sondern leistungsorientiert trainiere und vorhabe, dass ich hier mit größeren Gewichten arbeiten kann, mit maximalen Gewichten, dann muss ich einen guten Schuh haben mit einer guten Statik. Das Ding muss sauber stehen. Ich darf keinen Schwabbelschuh haben. Der Kritiker sagt jetzt, ja, aber da muss ich stabilisieren. Bei der Kniebeuge geht es nicht darum, ich muss sie nicht stabilisieren, muss einen festen Stand haben. Dazu brauche ich ein anständiges Schuhwerk. Ihr habt mich auch schon mit Nike Shox gesehen beim Trainieren, das ist dann wirklich nicht so schwer trainieren. Aber zwischendurch habe ich Barfußschuhe und ich trainiere zwischendurch barfuß oder mit meinen Barfußschuhen. Andere mit Gewichtheberschuhen, das ist eine gute Idee. Schafft euch entweder, wenn ihr Interesse habt, also wenn ihr nur rumspielt und hier nur mit 5 Kilo Kniebeuge macht, braucht ihr das. Aber wenn ihr daran interessiert seid, hier im Krafttraining nicht weiterkommen, ich will Kreuzheben machen, Kniebeuge mit richtig tollen Gewichten, dann kauft euch ein gescheites Schuhwerk. Achtet auf ein gescheites Schuhwerk und es muss eine entsprechend gute Sohle sein. Die Schuhe dürfen nicht zu weich sein. Barfußschuhe tun es auch. Oder eben die typischen Gewichtsheberschuhe. Jawohl. Und dann könnt ihr Feuer freigeben. Wenn unten die Statik stimmt, dann wackelt der Turm auch oben nicht. Wenn aber unten die Statik schon hundsmiserabel ist, dann wackelt der Turm ohne Ende und ich kann erstens mal die maximale Gewichtsbelastung überhaupt nicht forcieren, das geht's nicht. Man wird eben mit kleinen Gewichten arbeiten. Zusätzlich ist die Verletzungsgefahr wesentlich höher. Also, wenn ihr schon Interesse habt an der extrem guten Kniebeuge, die Last zu steigen, kreuzen lassen, dann kauft euch ein paar gescheite Schuhe. Gutes Schuhwerk ist das Ein und Alle für diese Art von Übung. Das war's, Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum Thema: Kauft ihr ein paar gescheite Schuhe.